Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie. Weiter geht es mit dem wunderschönen Spiel Blood Bowl. Hier gezeigt Blood Bowl 3 von Cyanide. Ich grüße euch ganz herzlich hier zum nächsten Spiel innerhalb einer Liga eines Turniers und zwar von der DBBC, von der deutschen Blood Bowl Community. Und diese großartige Orga hat es tatsächlich hinbekommen, dass wir ein Ticket bekommen für den World Cup. Und damit man dieses Ticket bekommt, muss man sich auch, wie soll ich sagen, sich das verdienen. Und dafür gibt es den WCQ innerhalb der DBBC, der die Zeit ein bisschen drückt und nicht so viele Möglichkeiten mehr sind. Ganzes Ligasystem mit Meister zu bestimmen, hat man gesagt, okay. Damals gab es keinen Meister in der Season 1. Das heißt, es war die Qualifikationsseason, um die Leute irgendwie zu ranken. Erste, zweite oder dritte Ligen. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen ein kleines Turnier. Das funktioniert wie Tabletop. Und das ist so ein Schweizer Modell. Das heißt, die oft gewinnen, die spielen gegen Spieler, die oft gewinnen. Die oft verlieren, spielen gegen Spieler, die oft verlieren. Ja, und diejenigen, die dann oben stehen oder der dann oben steht, der bekommt dann auch dieses Ticket. So, einfach mal wirklich im Schnelldurchlauf. Und diese Teams werden sich auch nicht mehr verändern oder so. Die sind jetzt so, wie sie sind. Das haben wir im Vorfeld einstellen dürfen. Jeder sein Team. Man hat Skillpunkte bekommen, die man verteilen durfte. Man durfte nichts doppelt sein auf einem Spieler. Und je nach Tier, also Einstufung des Teams, wie gut dieses in Anführungszeichen ist insgesamt so von den Win-Ratios, hat man mehr oder weniger Punkte. Aber das reicht jetzt auch als Einleitung da dazu, denn ich habe heute nämlich und jetzt nämlich auch schon meinen Gegner in der Leitung. Ich grüße dich, guten Abend, Hennet. Hi. Hallo, Ben Cake. Hi, hi, hi. Mensch, du hast heute gesagt, du hast ein bisschen Lust gegen mich zu spielen. Ja, ich habe noch nie gegen einen anderen menschlichen Spieler mit Zwergen gespielt. Und das ist dann heute für mich praktisch eine neue Situation. Ich habe dir gerade ja schon gesagt, ich bin seit über 10 Jahren dabei mit Blood Bowl, habe bei Blood Bowl 1 angefangen, jetzt sind wir bei 3. Und bin gespannt, wie das Spiel heute läuft. Ich auch sehr. Ich hab Antagonisten mitgebracht heute. So ehrlich muss ich jetzt ehrlich sein. Ich habe mich für Skaven entschieden. Zwergen sind mein absoluter Albtraum. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist wirklich leider so. Ich weiß nicht. Es ist so eine Mischung zwischen Hass und viel Hass. Und mal gucken wir mal, ob ich gegen die Zwerge überhaupt irgendwie halbwegs performen kann heute Abend. Ja, ich wollte noch dein Team jetzt zeigen, für was du dich entschieden hast. Also bei mir ist es ja so, ich habe als Secondary Block auf dem Rattenoger und dann war ich unfassbar kreativ. Ich habe immer nur Block genommen auf die Gutterrunner und einmal ein Cannoneer auf dem Werfer. Jetzt gucke ich mal, ob das hier irgendwie klappt. Back, dann halt ich jetzt anders machen müssen. Ich und das Spiel bedienen. Da fängt es schon an. Wo sind wir denn hier? Die Cocktail Cakers, genau. Dann hier drauf geklickt. Dann auf Schedule. Und du hast die nämlich Dwarfs genannt. Also die Zwerge hast du Ja, Zwerge genannt. Das finde ich auch so genau. sehr geil. Hier sind sie. Jetzt klicke ich sie mal an. Also, du hast dich entschieden. Du untersprichst mich, wenn ich was Falsches sage. Das ist einmal Block auf deinem Runner. Du hast einen Mighty Blow auf dem Trollslayer und dann hast du viermal Guard genommen. Habe ich was übersehen? Nein, hast du nicht. Sehr geil. Okay, na dann bin ich ja mal gespannt. Bist du es bereit für die Partie? Bist du bereit loszulegen? Allerdings. Okay, dann würde ich sagen, ich klicke einfach mal auf Get Ready. Ich habe auch schon gedrückt und Ah, dann. hast du schon? Dann mache ich doch das auf dem alten Weg. Wow. 10 Jahre Blood Bowl-Erfahrung gegen den Grünschnabel Ben Cake. Ja, guck mal. Also ich habe jetzt die zweite Saison DBBC mein erstes Spiel auch gehabt, habe gegen Elfen gespielt mit Orks. Bin 10-mal durch die gegnerische Rüstung gekommen, habe einmal einen K.O. gemacht. Ey, immerhin. Ja, super. Und der Gegner hat natürlich einen von meinen Leuten rausgeblockt. Und mein Goblin ist vom Platz geflogen. Also das Spiel habe ich locker 2-0 verloren. Das kann mal passieren, ja. Das ist ein bisschen, ja, Blood Bowl halt, steckst du nicht drin, ne? Manchmal ist es so, manchmal so. Depends on the dices, aber auch nicht alles. Also dann schauen wir mal, wie es jetzt gleich wird.
Spricht man Also bei das, mir. spricht man deinen Namen Hennint aus oder wie spricht man ihn richtig aus? Auch Hennend ist schon okay. Okay, cool. So. Hallo Top jetzt. Capturing Chaos, es geht gegen Hennint und seine Zwerge. Die Mannschaft nennt sich Dwarfs. Achso, Hennint, ich möchte nichts falsch machen. Du hast auch schon am Brett gespielt? Einmal drei Spiele. Okay, weil ich würde jetzt einfach auf Ready klicken. Ich denke, unsere Teams sind ja fertig Ja. definiert. Genau. Ja, mach auf Ready. Ich kann auch nicht auf Ready klicken. Das ist bei mir noch. So, jetzt kann ich auf Ready klicken. Genau. Cool. So, und das ist die Frage. Ich krieg den Ball. Du kriegst den Ball. Und du darfst jetzt erstmal aufstellen. Also die Spieler, die du nicht mehr brauchst in dem Spiel, ich stell's jetzt an die Line. Warte mal, dann muss ich meine vier Gatteraner mal schnell vorne hinstellen. Einen Moment. Oder auch Sowas. nicht. Ach so. Wir spielen auch bei dir zu Hause, so wie das aussieht. Ja, das ist dein Stadion. Auf jeden Fall ist es dein Stadion. Cool. Okay. Dann. Ja, also erstmal, bevor wir jetzt irgendwas weiter rumklicken, ich wünsche dir natürlich viel Spaß und auf ein gutes Spiel, ne? Auf jeden Fall. Dann hoffen wir mal, dass es nicht zu einseitig wird für den einen oder anderen. Ja, das ist die ewige Frage. Ein bisschen strategische Überlegung, Spannung, die mag ich doch sehr gerne in dem Spiel. So, das ist okay. Ah, da ist der Runner. Ja, ich habe ein paar. Ich habe die auch sehr liebevoll gestaltet. Extra für dich. Haben die sich rausgeputzt. Und man muss auch echt immer gucken, dass man alle Leute richtig aufzählt, also aufstellt. Ich habe letzte Saison ein Spiel gehabt, da stand einer von meinen Black Orks recht weit hinten, dann habe ich dann in Halbzeit 1 komplett übersehen. Das würde ich dir sagen. Also das finde ich so blöd. Das war mal so zwischendrin von dem Spiel so eingestellt. Dass dann hinten auf der Line einer stand, ey, das ist so bitter. Also das hätte ich dir gesagt. Das ertrage ich nicht. Also wenn ich am Brett spielen würde, würde ich es dir auch mitteilen. Das ist einfach für mich Da ein Bug. fällt das noch eher auf. Okay, dann. So, dann kick mal. Ja, genau. WCQ. Erstes Spiel. Rusty Nail mit dem Kickoff. Auf geht's. Timeout, na dann. Und direkt ein Turn verloren. Och nö, der arme Kerl, der arme Mojito. Getrollslayert. Meinst du, CK? Wäre ich vorsichtig mit der Aussage. Das ist der Vorteil von den Zwergen, die haben fast, oder die haben sogar in diesem Fall alle Block. Und damit, ja, oh, das nicht schlecht. Der Arme hat sich jetzt auch noch seriös verletzt, der Hurricane. Das ist ja ungemein gefährlich. Upsa, ja. Ja, vor allen Dingen, weil er nächstes Spiel wieder völlig ohne Verletzung dasteht. Genau, in dem Fall ist es so. Hast du wieder gewonnen mit deinen Ratten? Sehr gut. Freut mich. Sehr geile Sache. CK, sehr cool. Weiter so. 4 zu 1, du bist ja böse. 1 in der 3, okay. Hat aufgehoben. So. Na, wie machen wir das denn? So, du lässt dich jetzt erstmal töten hier.
böses und gemeines Tackle, das du da hast. Ja, es ist aber Standard eingebaut. Die werden so geboren. Sie dürfen. Dann machen wir mal Skavenmus. Du hast Blocken. Ja. So. Lese ich aber trotzdem gern. Sicher, so kann es weitergehen. Sehr schön. Aua. Nein, nicht. Oh, Auswärtspublikum, das ist immer böse. Naja, nicht gar nicht. Naja, ist ja nichts passiert. Nö, nee, gar nichts. So, gehen wir da rein. Ja, sounds beautiful. Ah, der hat auch Block. Ah, also ich fand das jetzt schon gut. Drei von diesen erstmal draußen. Das geht durchaus schlechter, ja. Das ist durchaus richtig. Aber das ist natürlich noch vier Gatter ran. Das heißt, Reichweiten technisch sieht es von dir nicht so schlecht aus. Ja, richtig. Was das angeht, ja. Ja, muss ich. Obwohl ich auch sagen könnte, dass also das ist ja idiotensicher, was du gekriegt hast. Sorry. So, jetzt lass mal gucken. Meiner, oh, das ist ein Garda. Ja, das ist der Garder. Einer von deinen vier Gardern. Guck mal, nichts passiert. Ja, und da den Leuten nichts passieren kann, kann ich den relativ früh nehmen. Bei dir hat es ja einen Lineman erwischt. Da macht es ja keinen Sinn, den Arzt zu nehmen. Nee, jetzt nicht unbedingt. Nee, so dringend ist es jetzt nicht notwendig, ja. So, jetzt habe ich nur noch zwei Leute mehr auf dem Platz. Okay. Naja, dafür hat sich der Roger ein bisschen verkeilt. Autsch, arme Margarita. Komm, geh mal in die Bar. Da wird jetzt erstmal einer gehoben. Mit deinen Freunden hier.
So. Autsch. Der ist nicht nett. Na? Doch, er ist nett. Ach Gott. Er ist aber gestunt. Gut, gehen wir mal nach vorne. Das ist durchaus eine Richtung, die man so nehmen kann, ja. Ach, der arme Kerl, jetzt hast du den erraschen lassen hier. Aber richtig so. Ja. Ja, hat sich rentiert. Aua. Und naja, nicht ganz so. Heieiei. Ist das hier gewalttätig wieder, ey. Hui. Ja, erstmal weit in meiner Hälfte und dann schon wieder weit in deiner Hälfte. So ein Gatteraner ist nicht langsam. Ja, da hast du recht. Allerdings machen wir das mit dem Einwürfel. Ach ja. Na, mächtige Einwürfelpause. Sie brauchen eine 5 oder 6, bitteschön. Let's go. Rums. Ah, ich hatte schon fast Angst. Auf gar keinen Fall. Dodgen. Das sollten die doch gar nicht. Ekelhaft, oder? Huiuiui. Jetzt kommen die schon wieder. Ich bin hier doch gerade eben losgeworden. Aber nicht auf ewig. Ach so. Ja. Schiri, der hat an meinem Cape gezupft. Ich hab's genau gesehen. So. Genau. Na, guck mal. Extreme 6 und 1. Sehr schön. Coca-Cabana, Achtung. Und. Nur eine 5. So. Voll auf den Schwanz getreten, ey. Au. Na, ich habe vor, dieses Spiel nicht zu faulen. Aber nur dieses. Ja, in meinem Ork-Team habe ich einen Goblin, der schon fast mein teuerster Mann ist. Der ist 100.000, ist der wert.
Weil der sowohl Sneaky Git als auch Dirty Player hat. Das ist nette Sachen sind das. Der hat halt aber auch dann eine riesen Zielscheibe auf dem Kopf, ne? Na Muss man halt ja. auch sagen, ne? Den stellt man nicht an die Leinen, ne? Kann man schon, wenn man ihn dann loswerden will, um Team Value wieder zu drücken. Klar, logisch, ne? Kann man machen, muss man nicht. Ach komm, no risk, no fun. Ne? Sag ich immer. Yippie! Na dann. Na, lassen wir es so stehen oder rerollen wir den? Na, das ist ein bisschen riskant. Nope. Dann bleiben wir einfach mal da stehen. Da finde ich es auch ganz nett. So. Du, geh mal kurz zurück zu deinem Kumpel mit dem Ball. Ja, genau. Danke. Dahin. Ja, genau so wollten wir das haben. Du vielleicht. Ach so. Ja. Ich rede jetzt rein aus egoistischer Sichtweise. Das ist richtig. Yippie. Juhu! Auch doch nicht so. Ja, so. So ist besser. Ja, so ist brav. Ja, der Reroll ist weg. Ja. Einen haben wir noch. Die erste Halbzeit kann man ja mal, ne? Da kann man mal fett, ne? Ob das nur die erste oder die zweite ist, ist eigentlich egal. Ja, hast auch recht. So. Einem Spieler, der 10 Jahre Erfahrung hat, mache ich nichts vor. Naja. Auch wenn du Pausen gemacht hattest. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der hat gerade. Dann stellen wir den dorthin. Sag doch nicht sowas, es wird sich lösen, das ist alles cool. Nein, sagt Jin sauber. Slayer-Ding. Weg, weg. Das ist jetzt so ein bisschen Raumdeckung. Oh, Dauntless, fast. Oh, Dauntless, fast. Na, super. Push it like it's real good. Ja. Tja, wie kriegen wir die von dir sehr gut gestellte Kiste auch nur im Ansatz irgendwie gelöst? Das ist ja. Entschuldigung. Das ist. Ja, richtig. Das ist wirklich schön gemacht. Da ist nicht viel drin. Ja, aber 1, 2, 3, 4. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah, das ist sehr riskant. ja, du spielst Skaven. Da muss man riskant spielen. Du hast auch nur noch einen Reroll. Das ist mir bewusst. Oh, das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber. Könnte ich vielleicht
Ene mene mu. Ja, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Okay, dann sind wir hier festgekeilt. Da können wir nichts machen jetzt dran. Schon wieder. Okay. Ja, da kommst du durch. Ich will ja noch gar nicht durch. Und, oh, was für Versager. Publikum. Das ist dein Publikum, ich kann nichts dafür. Teure Ticketpreise oder sowas, wer weiß. Au! Na gut. Toll. Hey, vier Blüffel habe ich dir gegen den gegeben, okay? Kann ich ja. Schubs. Schubst doch nicht die ganze Zeit. Ja gut, den einen, den werde ich nehmen müssen. Naja, da bleibt mir nichts, nicht viel anderes übrig. Ja, aber eigentlich habe ich dir viel zu wenig Casualties zugefügt. Oh, da kann ich nicht mehr stallen. Tja, das ist. Ach, Also, echt? Wow. bei Blood Bowl 2 hatte ich auch mal beim Spiel zugeguckt. Hatte einer den Rundenzeiger nicht richtig im Visier und hat dann keinen Touchdown gemacht. Das kann durchaus passieren, ja. Die mächtigen Einwürfelpaus. Jawohl. Bei dir klappen sie auf jeden Fall.
Gegen Zwerge, das ist auch so ein bisschen ironisch, weißt du? Nicht nur so ein bisschen. So. Wieso läuft das so kompliziert? Geht es nicht anders? Kommst du dahin? Auch nur auf Umwegen, ne? Auf jeden Fall musst du da weg. Na gut. Na jetzt aber. Na, da ist die Sechs. Ja, aber auch mit drei Würfen, ne? Ja gut, hätte sie ja noch mal rerollen können. Oh, ich habe einen K.O. bei dir erzielt. Yay! Verletzung wäre auch zu viel verlangt. Oh, warte, 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 warte. Was denn? Ich laufe nicht weg. Ich hätte ja schon fast den Touchdown gemacht, aber das war ja. Willst gierig sein? Gierig ist das nicht. Jetzt könnte ich mir noch einen Assist dran stellen mit dem Ballträger. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Uiuiui. Also Schubs. das rerolle ich jetzt nicht. Ach so. Mach lieber mal den Touchdown. Glückwunsch. Danke. Sehr schön gespielt. Das mit einer Runde weniger, wohl angemerkt. Ja gut. Keiner von euch? Keiner? Ihr faules Pack, ihr. Keiner wiedergekommen. Nö. Alle am rumchillen. Okay, vier Leute draußen, beziehungsweise ein Ersatzspieler hast ja sowohl du als auch ich. Das heißt, drei Unterzahl. Aber es kann sich ja noch alles ändern. Korrekt. Kann. Machen wir das oder machen wir das nicht? Also, du versuchst einen One-Turner zu machen. Zumindest planst du es. Ah, ich hab noch einen Spieler. Sehe ich gerade. Den habe ich komplett übersehen, dass er noch auf der Bank rumschimmelt. Der eine. Das ist ja toll. Hättest du auch nicht spielen können ohne den. Hat er sich geweigert. Ja, jetzt darf ich wieder weitermachen, wenn ich das möchte. Quicksnap.
Ja, der Rest bleibt eigentlich fast so. Ja, die an der Leinstellen kannst du nicht nach vorne schieben. Ja, das war jetzt auch ein bisschen, ne? Also so ein ganz klein wenig wäre das ein bisschen Ein unverschämt. Vorteil gewesen. Ja. Ja, das passt so. Oh, das ist nicht ausreichend. Das ist schon besser. Tja, ja, da haben wir einen Fehler gemacht. Ja. Ist so. Ja, jetzt kriegst du den auch nicht mehr nach vorne geschoben. Das Nee, heißt, ein nee, Feld. kriege ich nicht mehr hin. Keine Chance. Beim Schweizer System war das jetzt völlig Ein schöner Pass. egal. Macht der Gewohnheit, mein Freund. Entschuldige bitte. Vielen Dank fürs drauf aufmerksam machen. Das ist richtig, was du sagst. Absolut richtig. Aber jetzt willst du treten? Naja, wollen? Eigentlich nicht, aber. Ja, es war ja klar. Immer, 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 wenn ich das mache. Immer. Wie war das mit der Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden? Naja, okay, alles klar. Schön. So, jetzt bin ich mal gespannt auf deine K.O.-Würfe. Ich auch. Alle wiedergekommen. Geil, oder? Ich bin begeistert. Mhm. Guck mal, 5, 6, 4, das ist doch gut. Bist nur einen in Unterzahl. Natürlich kommt jetzt der Oh. Blitz. Oh, es ist ein Genickbruch, ey. Naja, gut. Alles klar. Wunderbar. So. Nein, hab ich nicht. Den musst du genau an der Stelle dann würfeln, wenn ich das mache. Klar. Naja. Ja, aber ich habe auch nicht wirklich Leute, die so schnell sind, dass ich das ganze Feld überwinden kann. So, ja. Das war natürlich doof von mir. Man kann nur eine gewisse Anzahl an Leuten bewegen. Und ich habe es natürlich verpennt, meinen Runner nach vorne zu schicken.
Aber ehrlich gesagt, bisschen fester, Jungs, ein klein wenig noch. naja, da hat doch einiges gefehlt. Hauptsache ist jetzt, dass dein Werfer den Ball nicht aufhebt. Das wär doch völlig super, oder? Denke ich. Das wäre für mich schon super, aber ich habe nicht wirklich, obwohl mit dem Blitzer könnte ich dahin, aber auf der anderen Seite ein bisschen würfeln, bist du durch. Wieso ist es denn bitte nur? Da, wieso ist es denn 50% passt? Das kann doch gar nicht stimmen. Der ist doch relativ weit. Lass mal gucken, du hast ja eigentlich. Du kannst das noch wieder rollen, aber ansonsten denke ich mal, ist tatsächlich nur 50. Nee, ich hab's gerade. Nee, stimmt schon. Ich hab mich verguckt. Ah, eins, guck mal. Oh. Rasch klappt. Ups. Na, sowas. Und du darfst wieder. Gong. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Dong. Ja, du sagst es. Wäre schon besser gewesen, wenn ich deinen Rattenauge endlich mal entsorgt hätte.
Also, das sind jetzt aber gemeine Worte gegenüber. Also, Rusty Nail ist ein ganz netter. Entsorgung, das ist. Ja? Dass sie sogar richtig benannt, ne? Ja, ich habe die durch die Bank benannt, ja. Die Cocktail-Cakers haben möglicherweise alle durch die Bank einen Cocktailnamen. Mojito, okay. Tequila Sunrise hat man schon mal gehört, aber Mojito habe ich auch schon mal getrunken. Allerdings ist das schon ein paar Jährchen her. Ja, das ist in Lustria, in einem Trainingslager ist das aufgekommen. Da hatten die gesagt, okay, hey Mann, wir haben da jetzt Bock drauf, wir wollen das jetzt genau so machen. Da habe ich gesagt als Coach, okay, von mir aus, wenn ihr das jetzt so haben wollt, sollt ihr das so bekommen. Ja, das ist allerdings schon ein bisschen weicheilig, aber egal. Ich war, meinst du, Oder du warst einfach nur gut drauf als Coach und hast nee, gesagt, ich machen war, wir es. die Kombination aus beidem, glaube ich. Ja. Oh, ich fasse es nicht. Okay, gut. Danke. Bitte. Hätte es nicht zweimal sein können. Immer Stück für Stück für Stück, weißt du. So, gut, dann machen wir. Ach ja, Caipirinha, durchhalten. Au. Gute Rüstung. Volltreffer. Und Und Coco nachholen. Cabana sagt, nein. Nichts passiert. So. Gemeinheit. Hallo, Tierschutz und so. Oh, eins. Egal. Ja, guck mal jetzt hier. Mopp, zack, mit dem Pushpow. Flapp. Ja. Scheiße. Ach. Ja. Ach, der Arme. Der tut doch nichts, der Margarita. Der will doch nur spielen. Und bis dann. So, dann müssen wir jetzt den auch direkt zu Fuß. Setzen wir mal auf den 1D. Geht doch gegen Leinmo. Mojito, ouch. Mensch, die sind alle Sternchen, aber auch sonst nichts. Die sind echt. Du, das sind ganz schön knallharte Ratten, muss ich dir mal ehrlich sagen, ne? Also, ich musste meinen Dog ja schon einsetzen. Wir haben jeder eine Casualty gehauen im Gegner. Und dafür, dass ich Rüstung 9 habe und du 7, ja. Interessante Partie. Gin Sauer 1 zu 1.
Und na gut, eine Überzahl bin ich. Ja. Dem ist so. Du hast einen Rigor mehr und noch einen Dock mehr. Das ist okay, das ist okay. Dann kick mal. Hey, du mal, Barry Rest. Aber voll auf dem drauf, ey. Ne, Officious Ref hat meinen Gatter an der Linie umgeschmissen, alles klar. Oh, hast du nochmal Glück gehabt? Ja. Volltreffer gegen Mojito. Und nichts passiert. Oh, ist das frustrierend. Kein K.O. Schubs. Salut. Upsa. Ein Reroll noch. Mal auf Nummer sicher. Obwohl, er ist ja gar nicht durchgekommen, weil dein Gatteraner gestunt ist. Hatte ich gerade mal nicht so gesehen. Und bleib stehen. Und du bist. Okay. Super. Super gelaufen.
So, dann gucken wir erstmal, was wir hier machen. Aua, schon wieder. Unfair, der arme Gimli. Gehen wir mal nach. Und? Also, Stunts kriege ich ja viele, aber sonst nichts. Ja, noch, ja. Bisschen, ja. Nur ein bisschen. Schwierig, so gegen das Game. Guck mal, K.O. Du musst mehr schimpfen. Ich glaube, das ist dein wow. Fehler. Badly. Badly. Kommt da noch mal rein. Du machst das 2-1. Thema ist vorbei. Oder wir nehmen den Apo. Er kommt noch mal rein und ich komme vielleicht zum 2-2. Nichts passiert. Muss ich aufstehen lassen. Jawohl, fürs Team. Mein lieber Mann, hey, sind die. Also. So far mein brutal, also mein stärkstes, widerstandsfähigstes Rattenteam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, du hast relativ viele Stunts gekriegt und wenige K.O.s und Casualties. Ja, ist so. Ja, jetzt bleiben wir dann doch stehen, ja? Das finde ich gut. Das ist der Moment, wo du stehen bleiben solltest. Genauso hatte ich das von Anfang an geplant. Ja gut, aber ich meine, ich hatte ja einen dran gestellt, ne? Dass du jetzt den surfen kannst, wahrscheinlich. Ja, wenn er jetzt nicht da, genau. Aber gut, mein Gott, ist wie es ist, kann man jetzt nichts machen. Muss mal gucken zu. Boah, das ist zu riskant eigentlich. Eigentlich. Ja, ich meine, das Gute für mich ist, dass zwei von deinen Leuten gestunt sind. Der Ratten-Oger hat ausgesetzt. Schade. Du bist. Schade, Marmelade. Alter. Nicht, ich fasse es nicht. Es ist ja schon sehr unwahrscheinlich, was hier gerade passiert, ja. Okay. Buschikowski. Ja. Und draußen. Ja. Ich meine, deswegen habe ich mir auch zwei Trolls leer geholt, damit ich eine Chance habe, viele Leute rauszuschieben. Nee, machst du auch richtig und gut und konsequent, aber irgendwo muss ich halt meine Leute auch hinstellen und dann kannst du das halt auch nutzen. Ne? Und das finde ich, das machst du super. Richtig schön. Ja, dankeschön, Whisky, dankeschön. Wir versuchen es zu haben. Also ich hatte viel Glück in dem Spiel, auf jeden Fall schon mal. Hab da ordentlich mitgenommen. So viel ich konnte. So. Ja. Ich hab versucht. Ja, ist unser erstes Spiel in dem WCQ.
Genau. Erste Partie, ja. Gucken wir mal. Genau. Sieht gut für Hennend aus, dass es 2-1 wird. Ja, müssen wir mal schauen. Aua. Dadurch, dass die Ratte sich geweigert hatte, das zu machen. Mein erstes Spiel in Blood Bowl 3 mit einem Rattenteam gegen noch die KI hat direkt der Rattenoger zwei von meinen Leuten verletzt. Gut. Fand ich toll. Oh, ich fasse es nicht. Da kann was. Das kann was. Was es kann, weiß ich noch nicht. Aber das kann was. Stirb. Nee, K.O. Oh. Ja, aber auch nicht verkehrt. Ich will mich da jetzt nicht beschweren. Tu es dann aber doch. Turn 16, glückliches Unentschieden. Das ist doch auch schon mal was wert, würde ich sagen. Ups, nicht hier verklickern beim Laufen, bitte. Ja, kommt aber in dem Spiel halt durchaus vorne. Sag halt jeder sechste Dodge, ihr wisst ja, da geht halt einfach schief. In so einem Szenario wie hier mit ganzem Tackle und so weiter und so fort. Auch mal nicht diskutieren. Also die Wahrscheinlichkeit steigt jetzt, dass jetzt gleich eine meiner Ratten es nicht mehr schafft. Vergessen viele immer wieder, ist doch nur auf die 6, höre ich immer wieder. Sollte jetzt nach der Wahrscheinlichkeit. Jetzt wird's kritisch, wenn ich jetzt hier klicke zum Beispiel schon. Und? Ja, immerhin 3. Was haben wir da so gewürfelt alles? Ne? 5, 6, 3. Ja, wir nähern uns der 1 immer weiter an. Okay, alles klar. Also ja, immerhin unentschieden. Ich freue mich, wenn ich dem Hennet ein bisschen zum Nachdenken bringe. Das ist schon mal für mich ein Teil Erfolg. Ein bisschen habe ich gesagt. Also unglaubliches Pech von ihm hier in der ganzen Partie. Meine Skaven scheinen irgendwie, keine Ahnung, doch was Besonderes getrunken zu haben, da Industria. Aua. Mach doch nicht so, der Arme. Oh ne, jetzt hat sich auch noch seriös wehgetan. No. Chin Sauer. Das war der, wo ein Touchdown gemacht hat. Das sei doch nicht so nachtragend, ehrlich. Da bin ich doch sehr, sehr nachtragend und gemein. So, lass mal Ist auch gucken. noch in der Kombination. So, weg mit dir. Ich sagte weg mit dir. Kusch, hau ab. Schon mal ein Reroll weg. Wie viel hast du noch? Gar keinen mehr. Ach, ohne Reroll spielt sich das viel entspannter. Weißt du Viel doch. schneller vor allem. Ja, es ist einfach schneller vorbei. Das ist auch schön. Wie kriegen wir das denn jetzt gebacken? Hast immer noch sechs Leute auf dem Platz. Das sind sechs zu viel. So, drei, vier, fünf, sechs. Bitte schön. Fühlt sich jetzt besser? Natürlich. Moinsen.
Okay. Na, jetzt muss ich doch ein bisschen würfeln. Sorry, Mann. Ja, solltest du dich auch entschuldigen für sowas. Habe ich aber Geht nicht so ja wirklich gern. ernst gemeint, glaube ich, ne? Ja. Ich habe mich hier entschuldigt, ich habe dieses englische Wort sorry reingeworfen. Sorry, sorry. Smiley mache ich noch dahinter. Moment. Smiley, Doppelpunkt, Klammer. Ups. Scheiße. Ja, hätte sie doch nehmen können, hätte ich doch gelegt, hätte doch Block. Ach so, meiner hat ja auch Block, so ein Blödsinn aber auch. Puh, jetzt schiebt doch den Rattenuger da nicht weg. Oh. Der hat sich da so toll wohlgefühlt an dem Ballträger. Der hat sich wohlgefühlt, das kann ich mir vorstellen. Kurz am Ball geschnüffelt. Warte, warte, warte. Ich warte, ich mach gar nichts. Eins, zwei, drei. Danach kommt die 4. Nein. Gimli, halt durch. Abend, Braddock. Grüß dich. Schön, dass du einschaltest. Jawohl, Gimli. Super. Schöne Beinarbeit. Klasse. Da kann nichts dieser Lohfuhr, Kratzspierer. Ja, das, was mich ärgert, ist, dass ich keinen Rio mehr habe. Ärgere dich doch nicht darüber. So, ja, tja, mein letzter Zug, nicht wahr? Ja, es wird auf jeden Fall kein 2-2 werden. Ja, das sagte ich ja, wie gesagt, also entweder machst du hier. Ja, du hast drei Gatterana, um alles abzudecken. Denke, dass es ein bisschen schwierig wird. Für wen? Für dich? Für mich? Ich rede hier wieder aus einer egoistischen Sichtweise. Ah ja. Dann bist du einfach fort. Da kann ich nichts machen. Stelle ich mich hin, schiebst du mich auch einfach auf die Seite. Das gemein. Aber egal. Na dann, mach ihn mal schön. Können sich gleich rausstellen, ob die Plotschratten sich gelohnt haben oder nicht. Depends on the dices. Wenn das Das jetzt. ist eigentlich ziemlich egal, weil ich muss den eh schieben. Ja, guck mal. Na, 6 geht viel in dem Spiel. Au. So. Und War großes aber. Glückwunsch. Danke. War aber. War aber knapp. Ja, ich wollte es dir schon ein bisschen schwer machen. Sagen wir es mal so. Ich hoffe, du hattest keinen Spaziergang unbedingt, ja, in der Vollkommenheit.
Ich habe versucht, nochmal am Schluss ein bisschen unter Druck zu setzen, mit dem Rogan nochmal ranzukommen und sowas. Ne? Auch wenn der Zug ein bisschen irre war, aber mein Gott. Der macht auch nicht immer. Der hat eine Oger. Ja, das stimmt. Also von daher, ja, wie gesagt, und dann hast du auch das unglaubliche Glück gehabt, dass du keinen meiner Ratten rausgekriegt hast. Das war halt schon ein bisschen hardcore, muss ich ehrlich sagen. Ja, ein bisschen was habe ich rausgekriegt. Neulich hatte ich ein Spiel mit Elfen, nein, mit meinen Orks gegen Elfen in der Liga. Und da habe ich keine Casualty geschlagen. Zehnmal bin ich durch die Rüstung gekommen, habe einen K.O. gehabt. Und das Spiel habe ich dann natürlich verloren. Da war das jetzt hier noch wesentlich besser. Ja, definitiv kann man so sehen. Also ich fand, es war ein schönes Spiel, war eine spannende Nummer. Ja. Schade halt, Wanton Touchdown habe ich halt kurz gepennt an einer Stelle, passiert. Sonst wäre es vielleicht nochmal ein bisschen spannender geworden, aber muss ja trotzdem, hätte dann trotzdem nochmal viel würfeln müssen, wenn ich dann da einstellend komplett verschlafen hätte. Ja, ansonsten, ja. Blood Bowl 2 hatte ich ein Skaven-Team und hatte da auch einen Veteraner mit Reichweite 10 und Sprinten. Und habe dann in 4 Spielen, wo ich den eben hatte, auch nur einen One-Turner gemacht. Also jedenfalls 4 Versuchen habe ich einen One-Turner gemacht, weil Ball auf jeden passen, irgendwas hat nie immer nicht geklappt. Ja, einfach ist es nicht. Also ich finde, tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Tatsächlich, wenn du ein paar Skills hast bei gewissen Teams, wo du ein Throw-Teammate machen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit sogar höher. Aber ne, nochmal ganz klar, da muss man ein bisschen leveln und skillen und jetzt hast du ja die Möglichkeiten gar nicht mehr. Mit dieser Geschwindigkeit, die du da beschreibst, also das ist ja dann schwieriger geworden in der Hinsicht. Ich finde es ein bisschen mehr balanced, also die Skaven waren nie wirklich ganz imbar, aber sie sind schon stark und die Gatachaner sind natürlich eine unglaubliche Macht mit ihrer Geschwindigkeit und so. Naja, gut, mein Gott. Ja, was soll ich sagen? Ich habe verdient verloren, würde ich behaupten, aber ich glaube trotzdem war es eine spannende Partie. Ich hatte Spaß dran, ja. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir uns nochmal irgendwann irgendwie auf dem Brett begegnen, auch wenn es nur digital ist. Damit ich meine Revanche bekomme, natürlich. Na, spielst du in der Liga oder? Ja, bin ich. Ich bin aber nur in der zweiten Liga gelandet mit meinen POC-Kakers. Okay. Ich bin Fünfter geworden mit 12 Punkten, 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Ich hatte gegen Suron hatte ich verloren. Gegen Chaos Cop und, sage mal, Gown Up. Gegen die drei hatte ich verloren. Ah, das ist ein erfahrener Spieler. Ja. Soran hatte auch schon in Blood Bowl 1 mit mir die Wege gekreuzt. Den hatte ich vor kurzem in einem Ligaspiel gehabt. Und versehentlich geschlagen. Ja. Also von daher. Egal, sei es drum. Ich glaube, du bist in der ersten Liga oder sowas, denke ich, oder? Wie war das? Ja, ich hatte einen 4. Platz gemacht. Ich weiß gar nicht, ich habe 2 Spiele verloren. Ich glaube, das war 4-3-2 oder irgend sowas in der Richtung. Ja, irgend sowas in der Richtung vermute ich auch. Das reicht auch für Platz 4, nicht so wie bei mir. Das war knapp, aber ja, ist wie es ist. Naja, sei es drum. Genau. Und ja, dann muss ich erst aufsteigen, um dich vielleicht eventuell wiederzusehen. Oder du absteigen und ich meine Liga auch noch halten. Das wird noch interessant. Ich spiele aber erst morgen den ersten Spieltag gegen Kelda. Und ja, das ist dann wieder abends, wo wir spielen. Und dann ist auch dieser erste Spieltag bei uns in der Liga 2 schon rum. Morgen habe ich mein zweites Spiel. Also wir haben den ersten Spieltag schon rum. Ja, das lag an mir. Das lag an mir, du weißt warum. Ich bin leider von Nörgel gesegelt und wurde und habe dann ein bisschen Zwangspause gebraucht, ja. Ja, aber bist ja wieder so fit, hat sie jedenfalls den Eindruck. Und wünsche dir viel Erfolg in Liga und World Cup. Das dir auch? Du bist einen großen Schritt näher gekommen mit dem Sieg heute gegen mich. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob es großer ist, aber auf jeden Fall ist es ein Schritt. Ja, einer von 6. Okay. Ne? Also von daher, ne? Nur noch 5 Stück, wo du schlagen musst. Das geht mit Zwergen. Ja. Das, ich weiß ja immer, Einwürfelblocks und Steamroll und gut ist. Ne? Und viele Verletzungen haben. Ja, so wie gegen mich.
Genau. Okay, also bis Ja, dann, ne? ich wünsche dir was, einen wunderschönen Abend, gell? Und bis zum nächsten Auch. Mal. Ciao, Hennet. Ciao. Tschö. Ja, machst du nichts gegen so einen erfahrenen Spieler, könnte man sagen. Weiß nicht. Also, ja, waren ein paar Sachen dabei, die ich besser machen können. Muss mir das Spiel nochmal angucken in Ruhe. Analysieren in Ruhe. Ja, aber ja, gab halt so Momente, da wurde es dann halt für mich schwierig. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese Blotch Runner aus meiner Sicht die richtige Entscheidung waren. Hat nicht ganz sollen sein, irgendwie ihn nochmal vom Ball zu trennen. War ja dran an seinem Runner sogar, an der einen Stelle. Also da hätte er mit dem Einwürfelblock, da hat nicht mehr viel gefehlt. War halt auch viel mit Würfeln. Ich muss halt dann irgendwann riskieren und ja, Hennet hat nochmal ganz klar verdient hier gewonnen, das möchte ich klar sagen. Ja, Ginifix, der spielt schon so 10 Jahre. Von daher, wie gesagt, ich nahm mit jedem Spiel dazu und es war ein tolles Spiel jetzt ging hier gegen Hennet und schäme mich ja auch nicht. Also ich habe meine Taktik gefahren, ich habe das mein Spielkonzept durchgezogen und hat nicht viel gefehlt, da wäre der Ball da vielleicht weg gewesen und die Runner standen da, dann steht es 2-1 für mich. Ja, Braddock 10 Jahre, Anfänger, klar, natürlich, ich weiß. Ja, bei dem Montana dann diesen eine Figur zu vergessen, naja. Was passiert, passiert, passiert. Auch mir kann sowas mal passieren. Trotz aller Übung und Training merkt man das dann an der einen oder anderen Stelle. Ist doch noch so ein bisschen drin hängt mir, aber ich möchte mich da nicht rausreden. Man macht einfach mal einen Fehler. Okay, ja. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Ich bin jetzt raus, weil ich nicht so ganz so lange reden kann und möchte. Was wollte ich euch sagen? Morgen spiele ich gegen Keller um 20:45 Uhr, das Spiel in der zweiten Liga, Division 1. Orks gegen Orks, die uralte Frage muss beantwortet werden, who is the boss is. Ich freue mich sehr auf Keller. Meine Pork-Gekas gegen die Godelon Greenskins von ihm. Wird eine interessante Kiste. Ja, und dann am Montag, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob 15 Uhr gehalten wird. Bei mir gab es da Veränderungen in privater Natur. Hatte eigentlich, sage ich mal, eine Woche sozusagen sturmfrei. Das ist nicht mehr so. Ja, da Nörgel, wie gesagt, hat ordentlich zugeschlagen hier im Haus Benkesch. Und ja, dann muss ich mal gucken, ob der 15 Uhr Termin am Montag noch stattfinden wird. Ich glaube schon. Ich hoffe, dass es so ist. Dann seht ihr da nochmal den Crazy Kicker Cup, wo meine Chrysanthemum Kickers gegen sein Chaos Chosen Team von Moppy antritt. Und was ihr auf jeden Fall euch in den Kalender jetzt schreibt, ist der Samstag. Und zwar ist das Samstag der, ich krieg's gerade nicht mehr hin, 15.06. Samstag, 15.06. um 20:45 Uhr League of Cakes. Da heißt es tatsächlich die schuppigen 80 von Genifix gegen die Keuler Cakers von Bencake28, wer auch immer das sein soll. Beide stehen so oben mit 10 Punkten in der Tabelle. Einschalten. Und wer es noch nicht hat und wer noch nicht dran gedacht hat, der möge sich jetzt erstens schämen und zweitens es verändern. Macht bitte bei der DBBL mit. Eine sehr große Liga, die ganz toll geführt wird, ganz tolle Organisation habt. Meldet euch bei der DBBL an. Ich würde mich da freuen, euch willkommen zu heißen. Auch wenn hier sehr, sehr erfahrene, sehr, 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 sehr tolle Recken dabei sind, sag ich mal, vom Blood Bowl. Man steigt auch in der DBBL erstmal unten ein und trifft auf Gegner, die man auch vielleicht schlagen kann. Ja, es wird so glorreich. Ja, Ginifix, ich freue mich so. Wir haben so lange nicht mehr auf der Pitch gespielt, Mann. Luchini Cakers damals noch. Weißt du noch, gegen deine Zwerge, Mann, mit denen du Vize gewonnen bist. Damals gegen Chaos Renegades. Nein, komm, hör auf. Ich freue mich einfach. Es wird so toll. Gegen Genifix, gegen dich, Genifix. Immer was Besonderes. Ja, mal gucken, ob ich dir es da spannend gestalten kann. Ich hoffe es. Ja, also Capturing Chaos, also diese Schwarmregel, die wird eingebaut und zwar sehr zeitnah. Julien,
hat, glaube ich, gesagt von Cyanide, wenn es einfach zu implementieren ist, machen sie es mit einem kleinen Update oder so nebenher schieben sie das ein. Ansonsten gibt es das mit dem großen Update, wo sie es reinmachen. Das heißt, ihr müsst davon ausgehen, so zumindest meine Informationslage, dass Swarming für die Underworld Denizens nicht mehr existiert. Ja, vermute ich auch. Bin auch gespannt, was Xator so sagt, die auch mal sehr gute Dings sind. Entschuldigung, Underworld-Spieler, die auch überlegt haben, vielleicht Team zu switchen. Ja, also von daher, schauen wir mal, wie das dann ist. Also, wir werden es dann sehen. Achte darauf, an einem Dienstag ist es, wo das umgestellt wird. Das ist 9.10., 11. Passt da auf, wartet vielleicht mal einen Tag mit euren Spielen oder so, bis dann nochmal so alles gut funktioniert. Und dann denke ich, sehen wir dann, was Fakt ist. Aber ihr müsst davon ausgehen, dass Swarming weg ist. Jetzt ist das Team doof. Ansonsten gefährliches Goblin soll das noch länger reinhauen, sagt Capturing Chaos. Ja, es ist schon ein harter Nerf, ne? Also für die Underworlds ist das schon schwierig. Also es ist und bleibt ein gutes Team. Aber ich sehe es nicht. Also ich hätte die Regel irgendwie abgeschwächt. Underworld Denizens hat eine international gesehen eine zu hohe Win-Ratio erreicht. Und dann wird reagiert, weil dann muss ja irgendwas imbalanced sein. Ich hätte gesagt, dass die mit ihren Snotlingen nicht drei auf einmal reinbringen können, sondern konsequent einen Spieler mehr zum Beispiel. Das wäre nicht ganz so ein harter Nerf gewesen, aber gut, mein Gott. Ja, klar. Es wird dauernd gebalanced. Die Leute gucken drüber, Games Workshop guckt drüber, wie auch immer. Da gucken Leute drauf, ne? Die diese Regeln da machen. Ich finde es halt ein bisschen fies mit dem Guard, was ich aber auch wiederum verstehen kann. Also, dass es halt die Fouls auch nicht unterstützt mehr. Der Wertverlust von Underworld Denizens ist eklatant und der Wertverlust für die Blorks zum Beispiel ist stark. Also, wir haben zwei Teams, die jetzt darunter sehr leiden müssen. Die Blorks, die können das noch kompensieren, aber für die Underworld Denizens schwierig. Okay. Natürlich, Genifix. Braddock, das kann ich nachvollziehen oder ein bisschen günstiger. Ja, kannst du machen. Wir haben ein paar Spieler, die Necros schon angemeldet haben, aber das geht schon noch. Da könntest du schon auch Necros spielen, wenn du möchtest. Gar kein Problem. Also das ist ja sehr verständlich. Also ich habe ja Skept dann jetzt eh angehoben in der League of Cakes, ne? Also von daher, macht euch da mal nicht verrückt. Das kriegen wir schon unter, dass da viele ihr Traumteam bekommen. Oder mit dem weiterspielen können, was sie jetzt wollten. Yay! Ich hab den Hafen. Yippie! Weiß ich noch nicht, wie ich ihn einsetze, aber ich habe ihn. Juhu! Ich habe euch ganz doll lieb und ich finde es richtig toll, dass ihr einschaltet und mitmacht, aber ich muss aus Gründen jetzt an der Stelle abbrechen. Wir sehen uns dann morgen wieder und ich freue mich auf euch. Dürft mich mit anfeuern morgen. DBBL, Spieltag 1 mit Verzögerung endlich gegen Keller. Na dann, macht's gut. Auf euch. Ciao, ciao.